It's about time, Stitch Lips. I see you found our one-legged friend. You will help each other find what is most important to each of you. I don't get it. For you, my lonely Gabbit. Huh? If you ever see Gabbits again, it will be because you helped Stitch Lips save his unborn brothers from Vika's labs. No, I'm not going back there. Listen to me, Gadget Top, and you listen good. You will go to Vika's labs. There you will find Gabiar, the last can of this priceless dish. Gabbit eggs. They eat our eggs? You know what's in a Mudokon pup? Vika's labs is a most formidable fortress. It would seem impossible to break in. There is only one way. You must help Igluckan. A most lazy and incompetent, pitiful excuse for a Igluckan. He is called Lulu. Huh? He is your key to enter Vika's labs. You must make Lulu rich. Filthy rich. For this is the only way he will rise to the status of Gluckstar. Through this poor excuse for a being, you will acquire the fortune that wins back that last can of Gabiar. And you, Stitch Lips. Me? Through Lulu, you will find your unborn brothers. Your destinies are together. Only together you will succeed. Help Lulu, and then... That's it? That's the big message? Purder Village. Also okay, wir müssen den Lulu finden, das ist irgendwo ein Glacken, keine Ahnung. Wir müssen ihm zu Reichtum verhelfen, weil er uns dann zu den ungeborenen Eier der noch vorhandenen Gabbits bringt. Gabbit, habe ich das schon mal gesagt, das ist hier unser kleiner Freund hier, ne? Das ist ein Gabbit. Nicht, doch du. Du bist ein Gabbit, ne? Und du sollst angeblich der Letzte deiner Art sein, aber es gibt scheinbar noch ungeborene Eier, die wir dann sichern müssen. Wie sieht's denn hier aus mit dem Quorma? Gibt es hier irgendwas zu erledigen? Auch keine, super, danke. So, okay, Hey, now you must help Lulu get rich. And your first victim is a greedy Gluckan who's gonna turn this Mudokon village into a Rupture Farms meat ranch. He's holed up down there in the cave below. Force him to donate his moolah to the Lulu Fund and save the meeps. Okay, auf jeden Fall sollen wir ihm mal zum Reichtum verhelfen, dass er aufsteigt und, ja. Was der Kerl jetzt von uns wollte, irgendwas ist in der Höhle unter uns. Oh mein Gott, ist das ein Bereich. Wow. Was seid ihr denn? Kann ich euch trauen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich verstehe unseren Helfer, den verstehe ich so oft nicht. Das ist zum Kotzen. Warum hat der keine Untertitel? Untertitel wären total toll. Kann ich die vielleicht irgendwie einstellen? Options. Video? Nein. Hier nicht. Schade. Ne, klappt leider nicht. Verflucht. Okay, wir holen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Spooks, weil das kann man, glaube ich, nie... davon kann man nie genug haben. Komm schon. Danke. Jetzt bin ich hier oben. Bringt mir aber nichts. Okay. So. Na, alles klar? Nein. Hey, what's happening? Hallo?
Nein? Ah! Ach so, nee, ich muss jetzt gar nicht mehr folgen, mir sagen. Jetzt habe ich schon wieder so Exodus drin. Oder willst du mir nicht folgen, oder wie? Okay, little elbow grease, guys. Warum folgst du mir nicht, du Arsch? Ich meine, retten muss ich dich zwar nicht, aber... Macht ja nichts. Oder gibst du mir Spooze, lässt das jetzt wieder wachsen. Okay, Spooze-tacular. Der ist doch nicht ohne Grund hier, oder ist das nur eine Generation, ja, eine Dekoration. Okay, ich habe keine Ahnung. So, erstmal orientieren. Was kann ich hier überall machen? Ich kann hier runter. Gut, da scheint auf jeden Fall keine Gefahr zu sein. Dann gehen wir hier erstmal runter, würde ich sagen. Komm ich denn auch wieder hoch? Ja, okay, komm ich. So, hier ist nichts. Da ist ein Brunnen, so wie es aussieht. Der bringt mich auch wieder nach oben wahrscheinlich. Ich probiere es einfach mal aus. Quick save! Jo! Okay, ich bin wieder oben, alles klar. Aber ich will noch nicht hin. Noch nicht. Kann ich hier so einfach so... Ja, da ist der Brunnen. Okay, perfekt. Ja, ist egal. Ich finde das gut, dass man hier nicht mehr zu tief fallen kann. Zumindest, sieht es nicht danach aus. So. Ich habe aber ein bisschen Schiss vor den Viechern, bin ich ja ehrlich. Und ich soll irgendwie auf jeden Fall das Geld, oder ihn reich machen. Ich glaube, der Kerl, den ich gerade nicht verstanden habe, der hat uns auch irgendwas diesbezüglich gesagt. Und, irgendwas... Vielleicht soll ich die Viecher irgendwie, weil die, ich fand, das sah ein bisschen aus wie so eine Kuh. Vielleicht soll ich die Viecher irgendwie in eine Höhle treiben, dass er die dann irgendwie verkaufen kann oder was weiß ich. Rindfleischsuppe draus machen. So, aber das war jetzt noch nicht hier, glaube ich, oder? Nee, okay. Hier sind auch nur... Okay, da sind... Ich muss... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Mini-Slogs! Ah! Die habe ich doch nicht gesehen. Hallo? Wie kriege ich denn die kaputt? Das würde mich ja schon mal interessieren. Ich gehe da jetzt einfach mal runter. Ich muss mal gucken, ob die mich angreifen. Aber die sehen irgendwie lieb aus, die Viecher. Nee. Schafe sind das. Okay. The Mudokon meep herders are so depressed that they can't even hurt their own meep. Gain their confidence by herding the meep back into their pens. You might want to try munching his wheelchair for this one. Okay. Ich soll auf jeden Fall die Herde hier reinbringen. Und ich soll irgendwas mit Munch ausprobieren. Gut, machen wir doch mal. Wo ist denn jetzt hier der Kack? Quack, 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 quack. Er ist so langsam. Vielleicht kann ich irgendwie so einen Stromstoß verpassen. Ach so, ich soll die... Oh mein Gott, das dauert ja nur ungefähr 12 Jahre, bis ich das mal geschafft habe. Aber ist okay, gut. Doch nicht alle, oder? Also, schade, ich hab gedacht, vielleicht kann ich die anlabern, aber... Transformer... Was steht da? Resurrection Totem. Okay. Das heißt, falls mir irgendwelche Mudakens wegsterben, kann ich die immer noch wiederbeleben. Das ist schon mal sehr schön. Auch solche Aufgaben hasse ich. Nicht weglaufen, Schaf. Ich finde ja schon irgendwie süß. Haben die nur ein Bein? Okay. Es sind viel zu viele. Guck dir das mal an. Kommt. Los, rein da. Ach, leck mich doch am Arsch. Hey, hey, hey. Und die haben, glaube ich, nur ein Auge, oder? Zyklopenschafe sind das. Oh mein Gott. So, okay. Ein paar haben wir schon mal. Ist ja schon mal was. So, jetzt rüber da. Komm, ja, danke, danke. Nein. Ja, komm, komm, ja.
So, rein. Danke. Okay, vielleicht schaffe ich das auch mal ein paar mehr hier direkt reinzutreiben. Ist okay, ich lasse dich erstmal in Ruhe. Komm mal erstmal wieder auf dein Leben klar und dann reden wir weiter. Das sind doch so viele. Irgendwie fällen die auch ein bisschen rum. Ja, okay, super. Dich habe ich ja schon mal weggekriegt. Das wäre ziemlich kacke gewesen, wenn ich ihn da irgendwie durchgeglitscht hätte. So dass er dann nicht mehr weggekommen wäre. So, ja, danke, danke. Achso, ich schätze mal, wenn ich das geschafft habe, dann werden die hier wach. Beziehungsweise dann hören die auf zu meditieren. Weil die das selbst irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe gesagt, die haben da irgendwie können keine Macht auf diese Viecher einwirken lassen. So, okay. Sehr schön. Dann, oh mein Gott. Ich versuche mal die weitesten irgendwie zu holen. Was ist hier? Was steht hier? Bestimmt. Beware of Slogs. Okay. Hätte ich vielleicht mal von der Seite kommen sollen. Ich hätte auch mal ihn eher gesehen. So, ja. Aber warum ist hier die Schafsherde der Mudakens? Und eins weiter sind die Slogs der, Slicks. Ja, komm, rein da. Dankeschön. Ja, komm. Nee. Nee. Ja, komm, rein da. Dankeschön. Oh, es kann sich nur noch um Jahre handeln. Keine Sorge. So, dann will ich dich jetzt haben. Ich will du schon zumindest schon mal alle ein bisschen näher dran holen. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Okay. Euch da aus der Ecke rausholen. Aus der Ecke rausholen, habe ich gesagt. Ja, danke. Rausholen! Geht doch. Okay. Oh, spannende Aufgabe. Vielleicht gibt es hier eine geschicktere Möglichkeit. Ich weiß es aber nicht. Aber ich verstehe ihn leider so schlecht. Vor allem, weil ich habe hier Fenster offen, ne? Und wenn draußen mal ein Auto langfährt, dann übertönt das einfach mal alles. Obwohl ich halt dann schon ziemlich laut habe. Aber es liegt daran, weil er so undeutlich spricht. Oder halt dieses... Und wenn die dann irgendwelche Begriffe benutzen, die so in der Oddworld halt existieren, die ich so dann nicht kenne, dann denke ich immer, das ist vielleicht irgendeine Vokabel, die ich nicht kenne. Und im Endeffekt ist das dann der Name von diesen komischen Schafen hier. Dass sie dann Blöblöps heißen. Blöblöps. Ich finde, das ist ein ganz guter Name dafür. So, okay. Ihr dürftet der Rest sein, oder? Ich werde dafür auch mal eine Trophäe. Und ich glaube, dieses Spooktacular hatte irgendwas mit dem Spoos zu tun, was ich eingesammelt habe. Bestimmt so. Sammle insgesamt 1000 Spoos oder was weiß ich. Okay, ja. Komm alle auf einmal rein! Nicht weggehen wieder! Hätte ich auch noch von selbst drauf kommen können, dass das passiert. Ja, komm. Ja. Ja, ich hab's gleich. Oh mein Gott! Einer noch! Oh, danke. Und ihr wacht jetzt auf, oder wie? Ich hab, ich hab. Wow, you actually did it! You herded all the meep into the pen! So thrilling! Now, what are you waiting for? Get those whiny Mudakens to help you get that Gluck Meep Rancher out of here! Don't forget to help out Lulu! Okay, das mache ich also für Lulu. Das ist dann wahrscheinlich wie so ein Ranch und wahrscheinlich verkauft er die Schafe echt. Gut, aber das sind die kleinen Minislogs. Wie kriege ich die denn jetzt am besten platt? Weiß ich ja nicht. Ist oben vielleicht noch irgendwas? Hö. Okay, und... Hö. Ach, hallo! Komm, komm, ja. Ich schmeiß einfach runter. Ich glaube, das mache ich bei dem... Der da oben ist auch einfach mal. Kann ich die Slogs einfach so töten? Ich mache vor, auf jeden Fall mache ich einen Quicksave. Keine Sorge. So blöd bin ich nicht. Ich mache ihn jetzt lieber. Weil ich kenne mich, ich bin so blöd und vergesse das dann nämlich. Wo war der denn hier oben nochmal? Der war hier hinten, oder? Hier so? Ja, okay. Alles klar. Hopp! So. Mir ist es auch einfach mal egal, dass ich die einfach hier so mit mir rumschleppe. Ich ziehe die am Hosenbund hoch. Also wenn man das Hosenbund nennen kann. Da soll ich ihn vielleicht nicht runterpfeffern. Könnte Nachteile haben.